Herzlich willkommen zu einem weiteren Shark-Testet, diesmal mit Warhammer Boltgun, Warhammer 40k nicht zu vergessen. Und wir starten direkt durch, bin gespannt, machen wir, Mittel. Nothing, once touched by the hand of Chaos, remains untainted. You are under the dominion of the Ordo Malleus. To assist my investigations into a world that has already felt that fell infamous. Grya has been under the close watch of the Inquisition since the Grimskull War. The Forge world remains largely secure, but we have picked up concerning energy readings in the surrounding system. I have my suspicions, although we have not had sufficient time to pinpoint the origin of these foul energies. While most of the planet remains unaffected, it is my belief that rogue elements within the Adeptus Mechanicus may have been experimenting with a surviving fragment of Inquisitor Drogon's power source. Your mission is to assist me in locating a fragment of the power source. While I consider this threat extremely serious, your superiors have seen fit to second only a handful of you to my supervision. In the absence of a larger force, we should pray to the Emperor that this does not develop into a more dire situation. This servo skull will guide you. Incommodus here is one of the few sanctified and preserved from the purging of Drogon's heretical archives. Together, you will search sites where communication has become sporadic. Should you encounter any opposition, you may assume they have been tainted by the ruinous powers. Suffer not the heretic to live. While I continue my investigations aboard the Crown, you will be deployed to a habitation zone we lost contact with several cycles ago. You should assume the situation to be extremely hostile. Beware. We do not know how far the taint of the arch enemy spreads. So geil, das Schwert. Ist mega. Mega gut. Okay. Ich hoffe, ich komme jetzt hier durch. Nicht so wie vorhin. Das nicht. Ah, okay, jetzt. Ja. Es war kein Fehler, es war mein Fehler. Wie immer. Yeah!
Okay, ich dachte, der hält weniger aus. Der kann ganz schön fressen. Nice. Weit. Aber macht schon Laune, muss ich sagen. Ist nicht schlecht. So, was sagst du? Achso, hier lang. Ausgang. Yeah. Auf jeden Fall sehr starke Anleihen an Doom 1. Aber ist ja nichts Schlimmes. Es ist ein gutes Spiel. So, weiter geht's. Level 2. Was ist hier oben? Plus 2 Verachtung. Ja, ist glaube ich Schild, oder? March. Irgendwas bellt. Was? Wo denn? Ach da. Da, Schluck. Also dieses, Viech, was mich begleitet, ist eher verwirrend, als dass mir das den Weg zeigt. Ich will lieber ein bisschen erkunden hier. Und dann irgendwie versagt es plötzlich. Oder ich check das nicht. Keine Ahnung. Moin! Gar nicht gesehen. Ich will immer nachladen. Ach so, geht ja sogar. Thank you.
Oh, hier. Ich habe irgendwas Pfeifen gehört. Meinte ich doch. Richtig gehört. Oh, falsche Taste. Oh. Die fehlende Schlüssel. Ja, wo ist denn der? Boah. Hab ich irgendwas übersehen? Okay, jetzt habe ich alles gesäubert anscheinend. So, hier war ich ja schon. Ui, das war knapp. Oh, nein. Die Landeplattform oder da oben? Oben meinte das Viech. So, jetzt brauche ich aber trotzdem einen Schlüssel. Wo ist der? Oh, nice. Hier runter? Nein. Stampf doch nicht so. Hier geht's aber hoch, da war ich glaube ich noch nicht. Ja, da ist doch der Schlüssel, meine, und ich laufe die ganze Zeit hier rum wie so ein Ochse. Naja. Gewöhnt ihr euch dran, das ist bei mir immer so. Alle schreien, ah, bist du doof, warum siehst du das denn nicht? Und naja. Manchmal ist das so. Oh, moin! Hier, Granate, ciao. Es ging schnell. Ja, der kann schlucken. Alter, hinten, vorne, überall, Alter. Jetzt wird's haarig. Keine Rüstung mehr. Keine Verachtung. Was ist das? Geheimnis entdeckt. 300 Rüstung. Ich nenn's einfach mal Rüstung. Ist einfacher.
So. Hier kann man irgendwas aufsprengen. Nicht? Okay. Ja, hier runter. Denke ich. Hört mal auf zu schießen. Wo sind wir denn hier? Wir sind hier nicht im Shooter, ja? Oder vielleicht doch. Irgendwo ist noch was. Oh, man kann klettern. Ich übersehe bestimmt wieder irgendwas. Ich kenne mich. Ein bisschen zumindest. Ah, ja. Ah, ich bin manchmal so doof. Und blind vor allen Dingen. Was? Da! Ein Birksjäger! Hier! Schluck! Artstyle ist auf jeden Fall mega cool. Mit den Raumschiffen, mit den Geschütztürmen da und so. Den riesen Robotern im Hintergrund manchmal. Kann man sich ducken? Nein? Hätte mich auch gewundert. Von hinten? Nee. Direkt Granate rein hier, ciao. Oh, andere Granaten, nice. So, wo geht's her? Hier? Was ist das? Die kann ich nicht einsammeln. Achso, das ist Rüstung und Gesundheit. I know, I know. Hierher gekommen? Ja, ne? Oder? Nee. Geht ihr denn her? Moment mal. Das sind wir noch ein bisschen hoch.
Ist das? Es hat nicht lange gelebt. Irgendein Frosch oder so. Kröte. Ja, genau. Einäugige. Wollen wir mal ein Auge zudrücken, wa, Frosch? Gegnerdesign ist auf jeden Fall cool. Cool gemacht. Ja. Hey, kotz mich nicht an. Komm. Ja, komm doch. Tja. Oh, da ist Abgrund. Der Abgrund ist tief hässlich. Matsch. Aber man kann auf jeden Fall sehr präzise zielen, muss ich sagen. Sogar mit Gamepad. Dachte schon. Nice. Ein paar Geheimnisse haben wir entdeckt. Das war, denke ich, ganz gut von Flo, die Runde. Hast alle getötet? Ja. Nicht schlecht. So, dann würde ich sagen, das war's für die Folge Shark Tested. Wenn ihr mehr von Warhammer Boltgun sehen wollt, dann lasst einen Daumen da. Am besten auch ein Abo, damit ihr nichts verpasst. Und schreibt irgendwas in die Kommentare, falls ihr einen Vorschlag habt für das nächste Spiel. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Shark. Ciao, ciao.